So, da sind wir ja auch schon wieder in dem guten alten Zuhause von Gotham Pre. Beschützer Gotham. Ja, fehlt uns immer noch das Dach des Nuka-Cola-Gebäude. Und das ist das, wo wir hier sind. Genau, da waren wir. So. Wie sieht das eigentlich mit Nebenquests aus? Haben wir da eigentlich noch was? Wenn nicht, werde ich mal das so machen, dass wir jetzt, werde ich diese Parts machen. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde, so schnell wie möglich alle von den Enigma-Datenpaketen schaffen werde. Ich hoffe, das schaffen wir, weil ausrüstungstechnisch haben wir alles. Zumindest hoffe ich, dass wir das alles haben. Natürlich wird das manchmal ein bisschen gefriemelt sein, aber naja. Na, rund um die Welt heißt, wir haben ein Achievement für, du musst in jedem, man muss in jedem, wie heißt das nochmal, Schnellreisepunkt einmal angesteuert haben. Dann bekommt man dieses Achievement. So. Hey, hier ist ja zufällig ein Datenpaket. Deshalb, wie gesagt, ich werde die nicht posten, weil ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, sowas. Ja, hau mir ab da. Weiß, ob es sich überhaupt lohnt zu posten, weil in der Richtung, wenn man die Typen hat, die da sind. Und wenn man die einfach mal so ein bisschen beschattet, also verprügelt und denen das raushaut, wo die pa Datenpakete sind, brauche ich euch nicht die Orte zu nennen, wo die eigentlich sind. Ich weiß, dass auf jeden Fall ein Datenpaket ein bisschen verwirrend war. Das weiß ich wohl noch. Kann ich mich da festziehen? Nein. Das heißt, ich muss hier über den Landweg darüber. Ja, meinst du? Okay. Das hoffen wir, dass ich mal da so hochkomme. Genau. Genau. Hier war was ganz Besonderes. Wir müssen das hier powern. Dann auf dem Ding da draufstehen. Und jetzt? Wie war das denn nochmal? Genau, so war das. Wir müssen das powern, auf den Dingern draufstehen, ohne den Boden zu berühren. So war das. Nummer 1. Da haben wir auch schon Nummer 2. Und da haben wir auch schon Nummer 3. Ich glaube, das war alles, genau. Also, in der Richtung eigentlich ganz einfach. Aber natürlich ein bisschen Feingefühl notwendig mit dem Fliegen. Aber ich muss sagen, dass, glaube ich, hier das Fliegen so einigermaßen, zumindest kann ich mich hier am meisten damit auskennen. Das wird sich dann natürlich immer mal zeigen, wenn ich die fortgeschrittenen ER-Übungen mache. Wenn ich überhaupt so weit mal komme. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schick sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Shit, wo ist denn das Verbrechen? Da unten. Ich bin nicht der, den du suchst. Ja. Enigma-Datenpaket. Also der muss irgendwo hier sein. Hier unten drunter. Aber man sehe, wir haben hier so viele mit den Pistolen. Mein Gott, hör mir nicht. Hör mir da auf. Ja, genau. So, hier ist er. Und ist zu. Wie kommen wir da rein? Was müssen wir machen? Ah, ich sehe schon. Wir müssen hier mit dem Batarang rein. Dem ferngesteuerten. Ich hoffe, der eine Typ da hinten sieht uns nicht.
So, wenn wir hier den Button klicken, müsste etwas aufgehen. So, jetzt ist das hier auf. Und wie kommen wir da rein? Können wir da so einfach so reinklettern? Jo. Okay. Einfach. Den anderen können wir direkt ignorieren. So. Aber davor mache ich dieses Verbrechen, weil der eine Typ geht mir auf und sagt mit, hey, hilf mir, ich bin der nicht der richtige Typ. Hallo. Das ist doch nicht möglich. 1, 2 und 3. Wieso muss der eine Typ mich dabei stören? Au. Und ausgeschaltet. So. Bein gebrochen. Ich wusste nicht, dass das eine Abreibung ist. Und auf Wiedersehen, der nächste. Ja, ist auch gut, dass ihr euch nicht kampflos geschlagen gebt, aber ich schalte euch jetzt mal auf den Boden aus. So. Da, Verbrechensbekämpfer habe ich jetzt gerade freigeschaltet. Jetzt können wir die eigentlich alle ignorieren. Wir haben 20 Verbrechen. Das Einzige, was es dann noch gibt, ist halt dieses eine spätere, dass man in jedem Bereich einmal, also in jedem District ein Verbrechen absolvieren muss, abschließen muss. Okay. Ich sehe schon, wohin das führt. Ich muss hier unten rein. Nicht umsonst ist das hier. Oh, gucke mal an. Da, Tagebuchseite entdeckt. Damit haben wir wieder ein weiteres gefunden. Cleverex. Cleverer Trick. Mein Gott, ne. So. Damit hätten wir da nämlich wieder was. Das gehört hier, glaube ich. Fallakten. Gehört das dazu? Ne. Profile. Das ist unter Profile hier. Genau. Tagebuch 1, Tag 1 und 7 haben wir schon mal. So wie man das mitbekommen hat, er baute mit Zusammenarbeit einige von Gothams eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten. Das heißt, wir müssen hier die ganzen großen Anwesen, also die größten Gebäude, sowas wie Kirche oder sowas, alle gucken, dass die so ein Ding haben und es dann scannen. Das Problem bei dem Scan ist, ihr müsst ganz nah dran sein, weil ihr sozusagen die Nachricht da rausholen muss. So in der Richtung, ne? So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Schalter. Aber ich sehe schon, wie das ist. Es wird so sein. Wir müssen was aufmachen. Okay. Irgendwas ist doch da. So. Kommen wir hier irgendwie rein? Oder wie soll das zu verstehen sein? Kommen wir hier rein? Jo. Hier ist zu. Okay, das heißt, wir müssen den ersten betätigen. Dann kommen wir rein. So. Aber um weiterzukommen, müssen wir den anderen klicken. Einmal stabilisieren und Pause hier. Wow, 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 wow. Pop, pop. So. Oh, stand ich zu nah dran? Nee. Ist aufgegangen. So. Und da wir es jetzt genommen haben, haben die das hier auch automatisch aufgemacht. So, statt das hinten am Datenpaket aufzumachen, weiß ich auch nicht, wäre einfach gewesen. So, ist das noch so ein altertümliches Gebäude? Ist jetzt die Frage. Und wenn, wo würden wir das finden? Diese Plakette. Aber manchmal ist die Plakette irgendwo am Boden versteckt. Sieht zumindest aus wie so ein älteres Gebäude, würde ich mal so fast sagen. Die Frage ist aber echt nur, ob es auch eins ist. Weil wie gesagt, ich habe zwar 100% gemacht,
Aber diese Sachen zählen nicht zu einem 100% im Totalen, weil das ja nur so nebenher ist. Also. Okay, wir haben hier 3 Wachen. Klebegranate, mach dazu. Reingehen, zack. Belastende Dokumente gefunden. Das Einzige, was wir jetzt auch noch machen könnten, habe ich ganz vergessen, wir können hier auf die Final Offer nochmal gehen. Ich werde mal die beiden hier nehmen und dann auf die Final Offer gehen, weil die Final Offer besitzt ja auch noch einiges. Die Final Offer hatte, glaube ich, 1, 2 Dinger noch. So, bist du einer zufällig noch von den Dingern? Warte mal. Hier. Er wird bestimmt hier in diesem Ding drin sein. Ja. Es tritt eine Ausgangssperre in Kraft. Alle Bürger müssen in ihren Häusern bleiben. Melden Sie verdächtiges Verhalten sofort dem Gotham City Police Department. Zack. So, einmal hingehen, einmal umdrehen und die Seilrutsche. Wow. Sehr verwirrende Kamera. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Und einmal hier noch nebenan. Haben wir noch einen. Ist der hier? Sollte irgendwo nebenan sein, yo. Damit hatten wir das. Und dann wollte ich jetzt zur Final Offer mal rüberschwingen. So. Alter, der Boss hat mit den Killern ein Vermögen gemacht. Kriegen wir einen Anteil? Würde ich nicht hoffen. Ihm gehört der halbe Immobilienmarkt in der Nachbarschaft. Oh shit. Er muss noch im Geld schwimmen. Und er sollte uns was abgeben. Na gut. Stell dir mal vor, du bist so reich wie der Boss. Kommen Leute zu dir und wollen was abhaben. Was sagst du? Scheiße, nein. Warum zum Geier sollte ich das machen? Da hast du deine Antwort. Aber, ja, ach egal. Oh, das hat super geklappt. Also das war die beste Stealth Section überhaupt, um reinzukommen. What the fuck hat der für Wachen eingestellt? Guck mal an, hier ist da sogar eins. Aber wo? Da. Ich sehe schon. Ziehen! So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück haben wir hier. Gut, dass wir jetzt immer das mit der Abkürzung machen können. Und eigentlich sollten hier eigentlich auch keine mehr da sein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kann sein, dass eine Wespe reingeflogen ist. Ne, war doch keine Wespe, war nur eine riesengroße Schmeißfliege. Die habe ich dann direkt aus der Wohnung rausgeschmissen. Das Problem ist hier, dass wir hier keine großartige Karte haben, um sowas aufzudecken. So, rechts rum. Und dann, genau, ist das hier das eine Ding, was so lang über dem Wasser war. Genau. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Schwupp. Kann man dann das Ding noch werfen? Ja. Gut. So, geh mal näher, nimm mit. So, damit haben wir den hier. Dann jetzt müssen wir jetzt auf die andere Seite. Und dann hier links. Ne? Da haben wir den dann.
Also nicht hier geradeaus, sondern links müssen wir. Genau. Hier unten. Hier müsste irgendwo ein Ding sein. Genau, das eine Ding, wo ich gesagt habe, das haben wir bestimmt vergessen. Jetzt ziehen wir uns aufeinander zu, dann können wir umsteigen. Um uns hiermit festzuziehen. Weil es gab hier irgendwas, wo man die Decke einreißen musste und ich habe dann, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob es vielleicht nur ein für ein Datenpaket ist. Und im Endeffekt hatte ich recht, dass es nur für ein Datenpaket war. Oder? Warte mal, dann ist hier irgendwo... Da. Hier hoch und hier müsste das Datenpäckchen irgendwo sein. Da ist es ja. Bup. Ich frage mich manchmal, wie der das, also der Riddler schafft das so zu verstecken. Weil im Endeffekt... Oh. Bin ich denn jetzt hier? Achso, ich bin hier. Komm. Spring rüber, Batman. Du sollst da drauf klettern, genau. Ich habe nämlich keine Lust, mich da dumm, da drum herum zu ziehen. Nimm einfach den Feigenweg. Und geh hier nochmal außen rum. Obwohl, das steht hier noch. Da kann ich hier einfach rübergehen. Genau, wie er das hier versteckt, weil ich meine, klar, er hat seine Handlanger, aber die müssen ja auch manchmal irgendwo hinkommen. So, hier ist eins gewesen, wo man die Klebegranate gebraucht hat. Ne? Ah, shit. Ah, shit. So, jetzt habe ich das verpasst. Oder ist das höher? Naja, kann sein natürlich, dass das höher ist. So. Und noch ein höher und dann müsste das genau hier sein, wo ich nicht durchkam, wegen dem hier. So. Dann haben wir das auch schon. So, wir haben bald eins fertig und wenn wir eine belastende Dokumente voll haben, bekommen wir ja den großen Bonus, dass unser Hackgerät verstärkt wird. So, hier sind wir ja reingegangen in die Arena. Slate hier, Slate ist immer noch, die Polizei hat den immer noch nicht abgeholt. Ist ja auch kein Problem, ne? So, da haben wir noch ein. Ja, perfekt. Da ist er doch. Dann haben wir den hier schon. So, jetzt müssen wir zwei Wege gehen. Wir müssen einmal in das Theater. Das heißt, wir müssen hier vorne die Tür nehmen, wenn die nicht abgeschlossen ist. Oder wir müssen den Weg außen herum nehmen. Kann sein, dass er die wieder aufgeschlossen hat? Jo, danke schön. So, einmal durch. Jo. Hier irgendwo rechts. Da ist es. So. Man hier durch muss für das Ding. Yes. So. Hätten wir den nächsten gefunden. Zack. So, und das nächste ist da irgendwo hinten. Genau, hier irgendwo unten drunter. Ah, ich weiß schon, unten drunter. Meistens in die Luftschächte reingehen, irgendwo ist dann hier, entweder ist es dann hier versteckt, oder irgendwo kann man so einmal rechts abbiegen. Damit es da passt. Ist jetzt immer so die Sache, wo das ist. Also meistens in so welchen Luftschichten, in so welchen Jägersektionen ist es immer versteckt. Oder wie sowas hier, dass es in so einem Ding ist.
Anschutzleiter Joseph haben wir zum Beispiel. Genau, da haben wir eins bekommen. Und dadurch haben wir, wenn wir jetzt hier auf Ventech gehen, haben wir das hier freigeschaltet. Um das Entschlüsseln zu beschleunigen, genau. So, jetzt haben wir im Theater alle. Jetzt fehlen uns nur noch dieser eine, genau. Das heißt, ich gehe hier am besten zurück, gehe hier um die Ecke und mache das, ne? Weil ich glaube, der Weg ist hier länger, oder? Na, du hast eine Ventech-Verbesserung freigeschaltet. Damit ist die dann gemeint. Hoch. Jawohl, komm, lass uns den Weg gehen. Wir sind eh schon hier. Dann müssen wir hier rechts. Oder? Ne, hier ist im Foyer, genau. Final Offer. Also das einzige Blöde hier in der Richtung ist, die haben diese Datenpakete hier eingesetzt und es gibt hier nichts zum Scannen. Also diese kompletten Scan-Sachen mit den Rätseln sind hier komplett rausgenommen worden. Schade ist es, aber naja. Ich bin noch richtig. Und dann sind wir auf einem guten Weg, genau. Und wenn wir dann das haben, können wir direkt raus, abhauen und dann uns weiter um die nächsten machen. Ich frage mich, ob man für sowas gemarkt wird, weil normalerweise gehört keinem Weihnachten. Okay. Okay. Oh je. So, irgendwo hier. Nee, falsch. Aha. Ich sehe schon. Hier hinter bestimmt, weil das hier schon verschlüsselt ist. Und hier drin ist das Ding, oder? Jopp. Damit haben wir hier alle. Ganz leicht zu sehen, weil wenn man jetzt nämlich Select drückt und hier auf der Karte ist nämlich links unten alles verschwunden. Also hier gibt es nichts mehr. So, jetzt müssen wir hier nur noch raus. Oh, meine Nase ist am Jucken. Los, Batman. Wir wollen weitergehen, weitergehen, weitergehen und weiterstehen. Ja, zack, durch. Hier war das Eis, was wir freigesprengt haben. Damals noch. Vor gut 3 Parts oder so. War das hier oben? Sind wir hier nochmal durchgekommen? Hä? Jetzt hört das hier auf, aber wieso? Durch hier bestimmt irgendwo. Ach, wir sind da oben durchgeflupst. Okay. Mein Fehler, wir müssen doch nach oben. Weil anscheinend den Weg zurück gibt's nicht, das ist nur so ein einmaliger Weg. Hopp. So, einmal hier. Dann wieder hier hoch. So. Gut, das heißt, wir haben wieder den ganz gleichen Spaß und können hier nochmal durchgehen. So, kletter hier drüber. Wenn du das nicht geschafft hättest, Batman, dann wäre ich sehr stinkig. Und hier durch. Zack. Hier durch. Haben wir das ja einigermaßen ganz gut hier gehandelt. Zack. Jetzt waren wir hier im Casino. Jetzt sind wir hier links. Hier außen rum nochmal. Noch einmal sliden. Können wir hier durch.
Na jawohl. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, das wollte ich ja nicht vermeiden. Swing! Und hier durch. Also wäre der andere Weg doch besser gewesen, weil dann hätten wir alles auf einmal gemacht. So. Mr. Cobblepot. Wo auch immer der jetzt ist. So. Hi Deathstroke, du bist ja immer noch da bewusstlos. Aufmachen. So. Und drüber hier. Juhu! Und zum Draht. Mal gucken, ob wir den Leuten, die wieder Wache stehen, so gut wieder entkommen können, wie das, also auf den gleichen Weg rauskommen, wie wir reinkommen. Notfalls werfe ich einfach eine Rauchbombe, um die abzulenken. Also manchmal weiß ich nicht, weshalb Batman so stoppt. Und irgendwie so komisch geht, nachdem er die Tür aufgemacht hat. So. Mal gucken. Tschüssi. Ja, bin ich. Bitte nicht anschießen. Ich bin nur auf einem kurzen Durchflug hier. So, da haben wir welche. Ich weiß, bei einem, bei einer Trophäe, also einem Datenpäckchen, hatte ich unheimliche Probleme da zu finden, weil das von der Markierung hundertprozentig nicht gepasst hatte. Irgendwie war da was. Hey, es ist da was Grünes hier auf dem Boden. Oder habe ich das nur so gesehen? Nur so gesehen oder war hier nichts? Ach, Bier. So, wo ist das hier? Das Datenpäckchen. Ist das hier oben oder ist das mehr unten? Unten. Brandon. Das ist uninteressant. So, nächste. Boop. Verlassene Gerichtsbeuge. Ich denke, da könnte auch noch so eine Plakette sein. Nein, ich möchte da nicht. Ich möchte da nicht. Ich habe gesehen, das Datenpäckchen ist nämlich hier. So. Und ich sehe auch schon, was ich hier machen muss. Ich muss das da hinten aufladen und dann so schnellst wie möglich hier nach vorne hinkommen. Also das Ding nehmen. So sieht das ungefähr schon aus. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Alberto Falcone. Uninteressant. Enigma-Datenpaket. Mal gucken, ob der eigentlich... Der müsste eigentlich schon zum neuen Gebiet zählen. Genau, hier. Zack, hier hinter ist es versteckt. War das sogar das Ding, was ich nie gefunden habe? Ich glaube, das war sogar das Ding, was ich nicht gefunden habe. Oder irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Weil das war so komisch versteckt zwischen ein paar Sachen. Hopp. Naja. Es sind noch ein paar hier von diesen einfachen, die man einfach nur so aufschwimmen muss und explodieren muss. Nein, ich habe nicht gepupt. So, dann haben wir hier hinten noch eins. Das ist mir jetzt egal mit dem Verbrechen. Ich habe ein Achievement, ich brauche das nicht mehr. Das könnte höchstens später noch interessant werden, wenn wir das in jedem Bezirk einmal machen müssen. So, jetzt ist die Frage, ist das oben oder unten das Päckchen? Ist das hier? Ne, dann ist es noch ein tiefer. Ah, ich sehe schon. So, zack. Nächstes.
Obwohl, ich weiß nicht, haben wir das verlassene Gerichtsgebäude, haben wir da noch schon mal nach so einer... Ne, da haben wir, glaube ich, noch gar keine Plakette und habe ich auch noch gar nicht dran gesucht. Könnte aber sein, dass das vielleicht eins ist. Ja. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt so welche Typen hier haben. Oh. Wir müssen den Diablo aufhalten. Ich hab doch nichts getan. Nee, hast du nicht, aber trotzdem hast du den Schlag hier verdient. So. Haben wir hier am Gerichtsgebäude eine Plakette? Nein. Ist ja nicht. Kann sein, dass die Plakette vielleicht drin ist. Oder ist sie immer nur außen? Das weiß ich jetzt nicht. Ah! Guck mal an, da haben wir doch was! Aha! Und das war, bin ich mir sicher, dass wir das auch nicht gescannt haben hier. Nein. Da. Haben wir ihn wieder. Gut. Das heißt, da haben wir das schon mal. Das heißt, wir gehen jetzt zum nächsten Enigma-Paket. Oh, ein Stufenanstieg. Zweiter Tagebucheintrag. So. Genau, wir können jetzt die Schilder blocken. Und dann nehme ich jetzt hier einfach nur noch das. Damit ich dann das sozusagen durch habe. So, Audio-Tagebuch anhören. Ich weiß nicht, ob ich durch das Audio-Tagebuch nicht auch Hinweise für das nächste bekomme. Aber wir können, ich guck mal, dass ich am Ende auf jeden Fall, wenn ich die komplette habe, die ganzen Tagebücher da so durchgehen lasse. Weil vielleicht finden wir dadurch den Mörder. Mich würde es irgendwie nicht wundern, wenn es irgendwie so in der Richtung... ist, hey, einer von der Wayne-Familie hat ihn zum Beispiel umgebracht, weil er verrückt geworden ist oder sowas. Er wird mich echt nicht wundern. Weil er ist so typisch Batman-mäßig. Okay, da oben ist was. Ich sehe das schon. Ah. Aufladen und über alle drüber rollen. Spurten. So in der Richtung. Genau, wir müssen nämlich schnell spurten und drüber sliden, damit das besser geht, weil... Es wird zwar keine Zeit angezeigt, aber der läuft hier runter. So. Pop. So. Nächster. Zack. Also ich glaube, wir machen hier einen ganz guten Fortschritt. So. Da haben wir doch was. Da ist was aus, aber... War das das hier? Kann das sein, dass das sogar... Genau, ich glaube, das war sogar hier. Dieses eine Datenpaket, das ich nicht wusste, wie, wo das ist. Und im Endeffekt wird es vorne angezeigt, ist aber eigentlich irgendwo hinten. Das ist hier hinten und das liegt hier irgendwo offen herum. So war das. Irgendwie so war das hier. Ich bin nicht irre, weil irgendwo war ich, weiß ich, dass das hier so ein ganz verquältes war. Und das hat man ganz einfach gefunden, weil es irgendwo offen herum lag. Ist das das? Ist das das? Ist das das, was ich denke? Weil ich habe nämlich stundenlang das abgesucht, wo das hier sein könnte. Und ich glaube, ich bekomme jetzt diese Vietnam-Flashbacks, weil ich wusste, dass ich ganze Zeit an so einem Wasserturm war. Und der Eimer eigentlich nichts gebracht hat. Und dann dachte ich, vielleicht ist es hier, ist es hier. Nein, war es nicht. Weil der hier mit der Druckfläche kann es auch nicht sein, weil den haben wir ja schon. War das der? Kann das sein? Stehst du auf der Liste? Bin an dritter Stelle. Viel Glück, mi hermano.
Hoffentlich ist die Formel ausgereift, bevor du drankommst. Mein Leben gehört Bane. Es wird eine Ehre sein, es für seine Zwecke zu opfern. Dann hoffe ich, dass du nicht erfrierst, bevor du deine Chance bekommst. Verdammte Stadt. Wenn ich mich jetzt nochmal dran erinnern könnte, wie das nochmal war. Irgendwo an so einem ganz komischen Platz hat man das gefunden. Dieses Ding. Oder war das noch in... So, da sind wir auch schon wieder. Leider ist das Spiel abgestürzt, deshalb... Ja. Kann man nichts anderes sagen, es ist leider abgestürzt. Oh, jetzt suchen wir immer noch dieses eine Datenpäckchen. Wo war das denn hier? Ich konnte mich erinnern, dass es zwar dahin zeigt, aber es nirgendwo da in der Nähe war. Oder das letzte Mal, da war ich richtig blind. Ich weiß, glaube ich, dass es irgendwo an so einem Absaugschacht war. Müsste ich den nur noch finden. Hier. So in der Richtung da oben könnte es gewesen sein. Hier so irgendwo versteckt. Aber... Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo auf jeden Fall an einer Stelle, wo man das eigentlich ganz einfach... heraussuchen konnte, oder war ist es hier in der Kanalisation gewesen? Bin mir gerade am gucken. Hier ist zum Beispiel ein Haus noch zu. Wo ist Bert? Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Es ist ein entscheidender Moment. Bane hat ihm andere Befehle gegeben. Kümmere dich um die Befehle, die Bane dir gegeben hat. Na gut, es ist nur... Denkst du, er wird noch viele Freiwillige für Versuche nehmen? Stehst du auf der Liste? Bin an dritter Stelle. Viel Glück, mi hermano. Hoffentlich ist die Formel ausgereift, bevor du drankommst. Mein Leben gehört Bane. Es wird eine Ehre sein, es für seine Zwecke zu opfern. Dann hoffe ich, dass du nicht erfrierst, bevor du deine Chance bekommst. Verdammte Stadt. Nee. Ja, was auch nicht. Irgendwo war das doch. Kann sein, dass es aber auch echt, so wie ich gesagt habe... Zuerst mal später kommen. Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Es ist ein entscheidender Moment. Bane hat ihm andere Befehle gegeben. Die Befehle, die Bane dir gegeben hat. Na gut, es ist nur... Denkst du, er wird noch viele Freiwillige für Versuche nehmen? Ich weiß es nicht. Viel Glück, mi hermano. Hoffentlich ist die... Na, damit hätten wir das da. Formel ausgereift, bevor du drankommst. Mein Leben gehört Bane. Das wird eine Ehre sein, es für seine Zwecke zu opfern. Dann hoffe ich, dass du nicht erfrierst, bevor du deine Chance bekommst. Verdammte Stadt. Ah, ich weiß schon, was das ist. Man muss nur sehen, was sich mit dem verbunden hat und den echten antreffen. So. So war das. So, nächste. Dann lassen wir das eine wieder offen. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich irgendwo ein YouTube-Video geguckt, der hat es mir dann gezeigt. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Wie was? Dich? Machst du hier? Oh oh. Au! So, dann halt so. Habe ich auch kein Problem. Au! Oh ja, jetzt wird's spannend wieder mit meinen Handschuhen des Todes. So. Verbrechen im Gang abgeschossen. Warte! Warum du mich gerettet hast, aber ich verzieh mich. Ich frage mich gerade, wie das ein Verbrechen sein konnte. Hoppa. Ah. Oh, das war schon extrem Schwierigkeitsgrad. Dilemma. Nächste. Ja, zack. So, das geht hier weiter.
einschlagen? Das wird nicht reichen. Eine Geisel nehmen. Ah, ich sehe schon. So, und rein da. Patsch. Was? Ah, wieder falsch erwischt. Da muss man richtig erwischen, sonst geht da nicht. So, da. Ah, okay, ich sehe schon hier unten, ne? Oder noch tiefer? Ah ja, gut. Oh, ganz gefährlich. Wir brauchen einmal die Klebegranate und nochmal entziffern müssen wir. So, genau. Die Typen, die jetzt hier die ganze Zeit da rumlaufen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, sind alles Banes, Leute. Ah, ich sehe schon. Haben wir den eigentlich schon? Lucky, Lucky machen? Nee. Umdrehen. Und Drahtseil. Was zur Hölle war das? Ein Enigma-Datenpaket. Und dann haben wir noch das daneben, ja. Und Energy-Symbol. Weiß nicht, ob ich das schon gescannt hatte. Ne, das hatten wir auch noch nicht. So, müssen wir jetzt mal gucken. Wo das andere ist. Das andere müsste da unten sein. So. Das war jetzt in der Richtung sowas wie Simon sagt. Das, was da so aufgeleuchtet ist, musste man einfach nur betreten. Also. Den haben wir, ne? Genau. Ne, hatten wir noch gar nicht. Okay. Wir haben einen Käfig. Nächstes, oh, shit. Der nächste Datenpäckchen. Fertig. So. Das geht ja ganz gut voran, außer den einen, den wir da oben nicht mehr machen. Zurzeit nicht machen können. Weil ich wieder keine Ahnung habe, wie man den macht. So. Was haben wir denn da? Ich hätte heute Morgen im Bett bleiben sollen. Wieso das denn? Enigma Datenpäckchen. Oh shit. Ja, bin ich. Und jetzt? Oh! Messer und Knüppeltypen haben wir hier. Jetzt geht's. Und runter mit dir. Oh, das war aber episch. So, nächstes. Hier weiter. Mein Gott, ist das schlimm, ey. Das Schlimmste am Sommer ist, dass Leute
immer unterwegs sind und überall grillen. Wenn man immer Hunger hat direkt. Der riecht auch viel zu gut. Okay. Hä? Was ist das denn? Ich glaube, ich muss den... Genau. Punkt alle in die Mitte haben. So, nächste. So. Oh, da ist das Datenpäckchen. Während die Officers da beschossen werden, ist es mir egal. So, nächste. Hutladen. Ich würde sagen, fast schon die Gotham Bank wäre noch sowas, wo man einen von diesen Abzeichen erfinden könnte. Fast schon. Oh, zwei. Und mal, den hier haben wir ja geschafft, ne? Könnte das Datenpäckchen denn sein? Das unten? Könnte das unten sein? Oh ne, jetzt scheint mehr auf dem Dach zu sein. War das? Und Schlag. Ja, das scheint nicht hier zu sein. Zumindest sehe ich es nicht hier. Nee. Dann ab nach unten. So, wo könnte es jetzt hier unten sein? Also nochmal, die U-Bahn ist gesperrt. Wir kommen nämlich zuerst mal in Arkham City. Hier ist dieses Weihnachtsding gewesen von Anfang an. Was ist denn das Ding? Hm? Jetzt bin ich blind. Ich bin, glaube ich, blind geworden. Weiß nicht, wo das Ding ist. Das zeigt da auf den Turm. Hier ist noch nichts, oder?
Habe ich hier irgendwas vergessen? Kann das sein, hier so ein kleiner Vorsprung oder was? Was irgendwie was? Kann das sein, dass es da ist? Nein. Okay. Ah, ich sehe schon. Da oben ist das Ding. Das heißt, ich muss da irgendwie hinfliegen. Und mich da dran ziehen. Komm, komm. Gib mir... die Möglichkeit, mich da irgendwie hoch dran zu ziehen. Ja. Ach. Ne, das ist falsch. Wir müssen uns da irgendwo so rüber katapultieren, dass wir uns so schnell wie möglich dahin schießen können. Wie machen wir das am besten? Kann man das so überhaupt? Ne. Nee. So kommen wir dann nicht weiter. Heißt, wir müssen uns irgendwie, soweit es geht, hochschießen. Wow! Was war das? Wie haben wir das denn geschafft? Hey! Das war fast perfekt schon. Wir hätten nur noch wissen müssen. Wie wir da hochkommen. Obwohl, Moment mal. Aber das schaffen wir, dass wir den Schnellflugdruck nehmen. Ja, wo müssen wir entlang? Komm hoch. Hoch. Mein Gott, nee. Keine Ahnung, weshalb der manchmal das nicht gebacken bekommt, sich hochzuziehen. So. Super beschleunigen. Nein. Mein Gott, ne. Wie kommt man dann jetzt da nochmal hoch, ey? Es gibt doch bestimmt da irgendwo so einen Trick. Ich würde ja sagen, von irgendeinem höheren Gebäude dann da runterkommen. Aber wir haben ja kein höheres Gebäude. Das ist das Problem. So vielleicht? Ja, das könnte passen. So, nur noch ein bisschen an Höhe gewinnen. An Höhe gewinnen. Ah, perfekt. Über den Gargoyle. Super. Nächstes. Enigma Paket an der Bank. Und dann an der Bank, also an der Bank, müssen wir auch nochmal suchen, ob wir da nicht noch vielleicht eins von den kleinen Schildchen finden. Ich glaube, mich zu erinnern, dass an irgendeiner Unterführung noch so ein Schildchen war. Das habe ich, glaube ich, in meinem... Okay. Deshalb, ich muss hier viel, ein bisschen mehr vielleicht die Detektiv-Vision benutzen, damit ich dann dieses blaue kleine Ding da sehe. Aber ich fand es eben auch noch besser als Batman hier... Bop! ...noch die Holzwände so kaputt machen konnte. So... Geh hoch, Batman, und guck mal, ob wir hier irgendwo das kleine Ding finden. Ne, hier nicht, aber hier ist doch noch wieder was. Genau. Rübergehen, ohne auf die Dinger zu treten. Haben wir wieder eins gefunden. Sind die Dinger auch aus. So, ob man das oben vielleicht findet. Und hier was findet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bank hier auch schon älter ist. Was hier sozusagen das Ding ist zum Erforschen. Ich glaube nicht, dass es in Gebäuden ist. Das haben wir zumindest bewiesen, dass es so eigentlich nicht sein sollte.
Aber wie man sieht, ist es hier eigentlich auch ein... Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit. Älteres Gebäude. Gucken wir mal hier vorne. Wenn da sein, dass hier was ist. Nee. Hier vielleicht? Oh, einer hat eine Waffe. So, nächstes. Da hinten. Wo? Waren die auf mich am Schießen? Ich hoffe mal nicht. Ja, das sieht auch noch aus wie so ein altes Gebäude. Vielleicht gehört das ja auch noch zur Bank. Nee, du nicht, dass in der Bank so welche Rohre hat. Das ist ein Industriegebäude. Okay, was haben wir da? Aufladen. Jetzt? Falsch. Wir müssen da hinten drauf gucken. Okay. Und fertig. Also auch wieder Folge den Punkten. So. Genau, der nächste ist hier unten. Und das war da, wo wir nicht hin konnten, weil hier wieder was mit Elektro war, genau. Joinks! So, wo ist der nächste? Da. Dann haben wir dieses Areal komplett sauber. Es geht rund! Da drüben gibt's Stress, Jungs! Los! Ja. Aber du mit deiner Waffe machst mir keinen Stress mehr. Das war zwar nicht das, was ich eigentlich klicken wollte, aber naja, es hat funktioniert. Ne? Da hinten haben wir eine Rüstung. Oh, falsche Richtung. Und durch. Oh, das war ja einfach. Oh, guck mal an. Zu klein. Besser, jo. Das haben wir da schon, ne, jo. Gut, dann sind wir hiermit fertig. Hier haben wir nur noch einiges. Der Ionische Stahlwerk, da müssen wir auch noch rein und sowas alles. So, aber ich werde, denke ich, mal eine Pause machen und dann sitzen wir im nächsten Part wieder an. Weil wir haben ja noch einige hier zum Sammeln. Ich denke, hier wird schneller gehen. Das Problem ist nur, wir müssen noch immer in die ganzen Gebäude rein, ne? Ja. Das werden wir dann sehen, wie wir das machen. Okay, ich sag mal bis dann.